Hallo, wir sind Midriff hier bei Jagerloo TV und zum weltberühmten Jagerloo A bis Z. Ich fange mit A an. A wie alt, alt, alt. B wie Blackstone Cherry. Bin ich ein großer Fan dieser Band. Glaube ich, spreche ich für uns alle drei. Wäre schön, mit dieser Band mal auf der Bühne zu stehen. Was sagt der Herr? Ein C. Ein C ist ein schwieriger Buchstabe. Nein. Nicht? Nein. Übernimm. Chips. Ich hätte gern Chips. Hast du Hunger? Ich hätte sicher. Okay. Dann mach weiter. D. D wie Doubts and Fears. Unser neues Album. Wunderbar. Wunderbar, gell? Wunderbar. Ja? E. Wie Emil Bulls. Ich bin eigentlich nur ein Musikfan. Mir fällt gar nichts anderes ein, so Buchstaben wie Bands. Emil Bulls, schöne, tolle Band aus München. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber mir fällt jetzt F, Full Metal Jacket ein. Gunnery Sergeant Hartman. Aber das führt jetzt nicht näher aus. Dann? Ich merke schon, du bist voll im Tourmodus. Es kommen nur irgendwelche lustige Filme. G. Grau, grau wie die Autobahn. Die Autobahn waren sehr lange heute von Nürnberg hierher gefahren. G wie grau. Geil. Geil. Noch G kommt H. H wie Hirn. Warum schaust du mich jetzt das an? Ja, es ist das Erste, was man so, ja. Ja, weiter? Das war's. H. Der nächste Buchstabe ist I. Ich bin so schlecht und unkreativ. Es ist unglaublich. Du kannst echt besser Gitarre spielen. Ja, eindeutig. Intelligenz okay. Ist nicht seins. Ja. Also da, J. Wie Jedi, wir sind große Star Wars. Wir sind große Star Wars Fans, deshalb der Jedi-Ritter, der muss auf alle Fälle dabei sein. Wie geht's weiter? Mit K. Der Lieblingsbuchstabe des Tirolers. Genau. Wie spricht ein Tiroler die Band Cataclysm aus? Darf ich? Nicht, also ist nicht kaputt. Cataclysm, ja? Kaputt, ja. Kraftklub. Knorkator? Knorkator. Ja, die Tiroler Karte. Jetzt ist die Katze kaputt. Was haben wir? K? L. L wie mein Nachname. Lentner, aber das tut hier nichts zur Sache. L wie... Da tut nie was zur Sache. L wie... Lahm, ja, Lahm. Auf Doubts and Fears gibt es einen Song, der heißt Long Gone. M wie Marketing-Genie. N wie? N? Das darf ich jetzt nicht sagen. Na. Ja, N ist schwierig. Wie C schon. Nun, wie Nukular. Wie Nutella. Nutella. Nein, N wie Nukular, stimmt. Ja. Das Wort heißt Nukular. Großer Simpson-Fan, gell? So. Ja. Man hört, wir haben nur Blödsinn im Kopf. Wer hilft mir mit dem nächsten Buchstaben? O. Oldschool. Das sind wir vielleicht. Ich vielleicht. Ich schaue nicht so alt aus, aber. Weiter? Mir wäre es der Opi eingefallen. Ja. Opi, Sons of Anarchy. Ja, Paul und ich, große Fans und gewisse Ähnlichkeit habe ich angeblich, wurde mir gesagt. Wenn du jetzt spontan geschalten hättest, hättest du ja gleich OP, gell? Hättest gleich zwei Buchstaben schneiden können. Aber wir waren gerade beim Hirn. Hirn ist auch nicht so deins. Also wir sind bei P, wir sind bei Paul. Ja, ich rede gern von mir. So, was haben wir denn da als nächstes? Quasseln. Ich quassel gern von mir. Dann. Übernimmst du wieder?
Ich weiß nicht mehr den nächsten Buchstaben. Ich war mit R. Wie das Rolling Stone Magazine. Weil es hier gerade liegt, Ahnung, ja. Ja. Warum zum Teufel ist der Justin Bieber? Ja, ich weiß auch nicht. Das hätte eigentlich bei J nehmen sollen. Justin Bieber. Ja, der ist hier leider nicht eingefallen. Ja. S. Wie Stoner Rock. Also ja. ich bin Stoner Rock Fan, die zwei Jungs da nur so lala, aber ich bin da schon eher in dieser Schiene zu Hause. Deshalb fällt mir das Genre Stoner Rock ein. Paul, der nächste Buchstabe gehört dir. T. 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 TV. Jagaloo TV. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ich habe schon bessere gehabt, aber es war ein Versuch. T. T. Tirol. 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 Unheimlich schönes Land, dieses Tirol. Unheimlich schön. Ja, zu U fällt mir jetzt dabei nichts anderes mein. Aber in der Schule habe ich dann das Alphabet immer ganz schnell beendet. U, V, W, X, Y und Z. So könnte man das jetzt auch machen. Aber Y machen wir nicht, Jagaloo. Ah ja, und was machen wir bei Z? Zum nächsten Buchstabe V. V. Warum der nächste ist V? Vendetta, Verfalla Vendetta. Doubts and Fears wird es auch als Vinyl geben. Nur so kurz erwähnt, ja, V. Das passt doch, oder? Ich habe das schon mal vorbereitet zu Hause. Ich habe das schon mal was vorbereitet. Ja. W. Es ist unglaublich. Also W. Mir fällt jetzt nur Wien ein. Wien. Also wir sind jetzt gerade nach Berlin rein und mir ist aufgefallen, wie ungern ich eigentlich Wien mag. Aber ich glaube, da ist schon Wein. Wein. Du Weinkenner. Du magst Wein auch, ja. Feinspitz. Wein. Ja, Wein muss sein. Wein muss sein. Dankeschön. Mhm. Wir gehen zurück zum Hirn. So, Wein und was haben wir dann? Xylophon. Spielst du Xylophon? Nein, ich spiele leider nicht Xylophon. Das ist ein wunderbares auch Instrument. Ich würde es gern können. Das wäre schon super. Auf der nächsten Midriff-Scheibe 2022 wird dann auf alle Fälle Xylophon gespielt. Neben Posaune. Mit deinem Kopf. Aber so, und der letzte Buchstabe? Gibt's schon. Ist nicht der letzte. Sicher ist es der letzte. So. Gibt's noch einen? Jagaloo, das ist der letzte, der wichtigste. Ja, eben. Y, Jagaloo. Na, und jetzt der letzte. Z wie im Tirolerischen wird eine Ziehharmonika als Zugin bezeichnet. Also Z. Oder quetschen. Ja. Ja, mehr fällt ins Sitz. Danke.